jeden Fall, es kommt mal so. Es ist eher so semi. Wie gesagt, wenn wir irgendwas zusammen zocken wollen, dann ist das alles kein Problem. Weil dann ist es ja teilweise sogar zwingend erforderlich, dass man miteinander schnackt. Also was mich echt mal reizen würde, so ein bisschen. Und da hätte ich dann auch kein Problem, mal so einen Server zu mieten, gerade über Weihnachten oder so. So ein Landwirtschaftssimulator. Mal so mit 4-5 Leuten. Aber auch nicht die erste Mal, das ist halt das Ding. Ah! Und das eine Mal, wo ich jemanden an der Hand hatte, der da hätte Bock gehabt, da wurde ich ganz grandios versetzt. Musste nicht unbedingt, aber ich glaube, wenn du keinen Server hast, dann, also so hatte ich den Eindruck, ich hatte mal ein Multiplayer-Spiel aufgesetzt, aber dort ist kein Schwein reingekommen, also keiner dazugekommen, weil diejenige, die ich gewartet hatte, die hatte dann keine Zeit und da habe ich dann ganz alleine drauf gespielt. Und hab's dann abgespeichert, bin am nächsten Tag wieder drauf und ich hätte gedacht, dort gäbe es dann keine Möglichkeit mehr nachzujoinen. Also dass es dann wie ein Einzelspielerspiel gespeichert wurde. Und wenn du dort einen Server mietest, der ist nicht so teuer. Dadurch, dass ich jetzt auch mein Teamspeak dort gekündigt habe bei denen. Warte mal, jetzt muss ich das erstmal wieder hier ein bisschen runterdrehen. Hatte ich ja ein bisschen Geld frei auch. Wäre 1:1 ungefähr so gewesen. Also das Geld, was ich fürs Teamspeak eingespart habe, hätte mich der Server dort für, weiß ich nicht wie viele Leute, gekostet. Und da hast du halt den Vorteil, dass du dort mehr Maschinen hast und ich glaube auch so grafisch und so soll es ein bisschen besser sein. Warum auch immer. Ich sag mal so, sie hat ein kleines Kind und so. Und so wie sie dann am nächsten Tag geschrieben hatte, ist sie halt beim Kind eingepennt. Ja, der erst geschrieben, ja, sie ist unterwegs und wäre wohl besser gewesen, wenn wir uns einen späteren Zeitpunkt ausgemacht hätten, weil sie nur einkaufen waren und so. Und jedenfalls habe ich dann mal im WhatsApp nachgefragt, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und da habe ich dann den ganzen Abend keine Antwort mehr gekriegt und da dachte ich mir... Zumal, du siehst ja bei WhatsApp auch den Status, ob's gelesen wurde oder nicht. Und sie hatte ja meine Nachricht noch nicht einmal gelesen, von daher wusste ich schon, dass es nicht mutwillig versetzt war. Oh, wir haben genug Geld, um die nächste Bank zu kaufen. Können wir hier schon sowas? Ach du Scheiße, 2000 haben die gekostet. Uff. Okay. Wüsste ich gar nicht, wie das geht. Ich habe heute auch gehört, dass einige auf WhatsApp die Emojis nutzen können von den Kanälen, die sie auf Twitch abonniert haben. Aber wie das funktionieren soll, das wäre halt cool, wenn da meine Bären auch da wären. Also das ging bei den Biber Bros. Die haben gesagt, die haben da nichts gemacht irgendwie, dass die irgendwas eingestellt haben. Das muss irgendwie... Ach so, okay. Datenschutz. Wer liest denn sowas? Hm.
Hammer. Also es muss wohl irgendwie auch automatisch gehen. Das mit den Twitch-Emojis. Weil wie gesagt, die Biberpros, die wussten von nicht, dass sie da irgendjemanden Berechtigung gegeben hätten oder so. Und da hat der Kupi, glaube ich, dort. Nee, Maka war das. Maka, da hat er dann nur so, ja. Ist ja eigentlich Urheberrecht drauf und so, das dürften die ja gar nicht einfach da ihre Emojis verwenden, aber es scheint wohl irgendwie eine Verknüpfung mit Twitch zu sein, dass das geht. Der hatte ja schon Schiss, da hat irgendjemand die Emojis geklaut. Hallo, hier sind Plätze frei, Leute. Kann ich irgendwo die Zufriedenheit? Ich glaube, das ging doch hoch irgendwo. Hier. Verärgerte Kunden. Insgesamt 0. Okay, das waren die beiden. Okay, ich war nämlich schon am Überlegen, ob ich mir noch eine Bewirtung zulege. Aber wenn noch keiner verärgert gegangen ist, weil sie zu lange warten mussten, alles easy. Wo ich für mich alleine gespielt habe, habe ich bei Zeit eine zweite oder eine dritte Kellnerin dazu geholt. Oh, Alter. Auf einfach ist es so langsam. Aber auf doppelte Geschwindigkeit, wenn du mal im Redefluss bist. Da ist es dann doch zu hektisch. Oh, Forschung ist gleich voll. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Veranstaltungen. So funktionieren sie. Klicke auf Schaltfläche Veranstaltung. Schritt 2. Klicke auf die Schaltfläche Plus. Wähle die Veranstaltung und bestätige mit Klick. Warte auf den Tag der Veranstaltung. Aber ich glaube, so viel konnte ich noch gar nicht. Wir machen morgen mal eine. Was wäre denn, wenn ich die hier nehme? Aha, okay, das geht schon deswegen, ne? Ich wollte es bloß mal ausprobieren, weil ich hier zum Beispiel Wein bin ich mir gar nicht. Nee, Wein habe ich noch gar nicht. Ich habe Bier, Wasser und Limo. Können bloß die nehmen. Stammtisch. Aber ich glaube, da kamen nur hier 20 Gäste. Geladene Gäste. Die sind zwar selten, aber ob es das bringen soll. Wein ist jetzt Quatsch. Abenteuer. Keine Ahnung, was das ist. Aber scheint auch eine Veranstaltung zu sein, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Warum war hier schon wieder ein Ausrufezeichen da? Ach, hier. Nee. Kaufe eine Bühne für Musiker. Oh, okay. Das kommt alles noch. Kommt die in der Hälfte Vormittag und die andere Hälfte Nachmittag oder was ist hier los? Warum will hier keiner hin? Muss ich hier eine Leuchte hinbauen? Ja, hier hinten ist es arg duster. Boah. Voll das Blutlicht. Wenn ich dann den nächsten Tisch. Banktisch, Tisch, Bank.
sind ja so günstig. Oder ich setze es hier hin und mache die Bank dann eins weiter rüber, nach raus. Warum steht dort eine Lampe da? Kommen sie jetzt auf einmal angerannt, oder was? Okay. Warum ist denn zu dunkel? Muss man wissen. Hier aus. Gut, hier. Nochmal sicherheitshalber. Warum muss ich vergessen? Durch ist, mache ich hier mal wieder eine kleine Umbauaktion. Schiebe ich die ganzen Sachen alles ins raus und baue hier eventuell noch was hin. So weit wie es Geld langt, aber es dürfte vielleicht sogar für eine komplette Garnitur landen. Mal gucken. Oh, okay. Jetzt verpisst euch mal. Es wundert mich, dass mein Wirt diesmal so lange ruhig bleibt. Das letzte Mal, da wollte der permanent Gehaltserhöhungen haben. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich den dann zum Schluss geschraubt habe. Das war unnormal. Aber ich wollte dann halt, wenn du schon mal eben so weit hochgelevelt hast, wollte ich den halt nicht ersetzen. Oh! 6 mal 2. Das würde gleich fürs Doppelte lang. Scheiße. Ist mir halt zu nah an der Wand dran. Warte mal, da können wir das jetzt alles hier so? So, und dann haben die eigentlich alle Platz. So, und die anderen wären dann hier und hier. Könnte man den Tisch vielleicht auch noch... Hä? Oh! Den Tisch noch hier hin. So, und dann müsste man den Rest dann morgen kaufen. Dass hier hinten eine ganz gesellige Stimmung wird. Dark Room. Mhm. Weil SM-Kundschaft ist ja schon da. Warum liegt da Stroh? So, Getränke haben wir, Essen haben wir auch, aber müsste ich so langsam aufpassen.